Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder. Es ist mal wieder Zeit, ein Produkt für euch zu testen. Ich habe das im Internet mal gegoogelt und bei Amazon habe ich es gefunden. Ich war wie immer von den Farben magisch angezogen worden und ich hoffe, dass dieses Produkt auch genau das tut, was es soll. Und zwar geht es um einen Thermonagellack, also einen Effektnagellack. Den wollte ich für euch testen, wenn ihr das mal im Internet eingibt. Also der soll dann so, so zwei verschiedene Farben haben. Ja, glaube ich. Und bei mir ist es immer so, Nagellack hält bei mir höchstens einen Tag und länger nicht. Ich weiß nicht wieso. Entweder sind meine Nägel verkrüppelt oder meine Hände sind irgendwie scheiße. Ich weiß es auch nicht. Also wirklich. Ja, egal, ob billiger Nagellack, teurer Nagellack, von L'Oreal hast nicht gesehen, es hält überhaupt nicht. Am nächsten Tag schon abgebröckelt. Das frustriert mich so dermaßen, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran, weil ich auf der Arbeit immer halt, ich sitze an der Tastatur und muss halt immer schreiben. Bürojob halt, ob das vielleicht daran liegt, aber andere haben doch auch Nagellack drauf und bei denen hält es auch. Ich verstehe es nicht, also vielleicht liegt es wirklich an meinen Nägeln. An der Beschaffenheit von meinen Nägeln vielleicht, ich weiß es nicht. Ich hatte früher auch immer künstliche Nägel mir machen lassen, also Gelnägel oder wie die sich schimpfen, weiß ich schon gar nicht mehr, eine ganze Zeit lang. Aber dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, das wurde mir dann irgendwie zu affig. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich hatte auch schon, bevor ich mir diese falschen Nägel habe drauf gemacht, immer Probleme mit Nagellack. Das hat dann irgendwie nie gehalten. Also ich verstehe, sie ist total frustrierend. Ich hoffe wenigstens, dass dieser Thermonagellack hier vielleicht ein bisschen besser hält. Ja, ich bin mal gespannt, ob das auch wirklich so toll aussieht, wie es aussehen soll. Und zwar habe ich mich für den Thermonagellack von der Marke Lila entschieden. Nummer 5. Und das ist so ein Lila so mehr ins Rosane reingehen. Ja, ich hoffe, das wird was. Und so, ich werde gleich zusammen mit euch den Nagellack drauf tun. Erschreckt euch nicht. Ich habe leider keine langen Nägel. Die gehen auch immer kaputt. Auch wenn ich noch so viele Zink und hast du nicht Tabletten nehme. Ich weiß es auch nicht. Ja, was mich hier an diesem Nagellack bisschen schade finde, ist das Aussehen von der Flasche. Und zwar ist es einfach nur so ein Aufkleber, einmal so rum, noch nicht mal schön oder gerade aufgeklebt, sondern schief. Wieder klar, wenn ich mir was bestelle, dass da irgendwas schief, kaputt oder sonst was ist, ich weiß es nicht. Ach ja, übrigens, genau, bei mir ist es immer so, wenn ich mir was bestelle, dann ist es entweder kaputt, es fehlt die Hälfte oder irgendein anderes Problem taucht da auf oder aber es geht innerhalb von ein paar Tagen kaputt oder aber so wie hier jetzt, bei mir ist dann die Verpackung schief und krumm, zerdutscht, zerbeult, sonst was. Das ist passiert, wenn ich was bestelle. Ja, fand ich schade, dass das hier einfach so lieblos, würde ich jetzt nicht sagen, einfach so draufgeklebt ist. Da kenne ich billigere Nagellacke. Da ist hier die Aufmachung von dem Fläschchen schöner. Und die hat, glaube ich, fast 10 Euro gekostet. Den Link dazu schreibe ich euch in die Infobox und versuchen wir jetzt mal, was der so kann. So, Position eingenommen. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich. Ich hoffe, es wird was. Wenn nicht, bin ich ziemlich enttäuscht. Okay, also lila. Wie man sieht. Ich werde das jetzt nicht übelst schön gerade und sonst was machen. Mal ist ja nur zum Test. Weil sollte das wirklich so schön aussehen, dass der so Effekte hat,
Dann bin ich mir echt am Überlegen, dass ich mir vielleicht noch, da gab es noch andere Farben, so ein helles Blau und ich glaube noch ein paar andere von der Marke Lila. Also ich habe jetzt hier die Nummer 5. Lila ist im Moment irgendwie meine Lieblingsfarbe. Ja. Und ich bin mal gespannt, jetzt mal von dem Effekt ganz abgesehen, wie lange dieser Nagellack bei mir hält. Ob der auch morgen schon anfängt zu bröckeln. Naja, bin ich ja eigentlich mittlerweile gewöhnt. Also ich verstehe es wirklich nicht. Falls jemand von euch eine Ahnung hat, warum das bei mir so ist, dann würde ich mich echt freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, was ich dagegen machen kann. Warum? Ob noch jemand irgendwie solche Probleme hat? Ja, schreibt mir. Ich würde mich für Tipps natürlich freuen. Meine Nägel sind natürlich im Moment alle irgendwie also abgebrochen. So, eine Hand ist lackiert. Ich würde sagen, es reicht erstmal, um das zu testen. Ich tue nochmal so ein bisschen einfach mal nochmal drüber. Ich weiß gar nicht, was man dafür tun muss. Muss man das jetzt irgendwie in eine warme Quelle halten? Oder, ja. Wow. Gut. Mist, mein kleiner Finger ist am Verschmieren hier. Naja, machen wir erstmal zu. So. Also ich weiß nicht, ich sehe jetzt noch keinen Unterschied. Ändert sich das schon beim Trocknen oder ändert sich das erst, wenn es getrocknet ist und man keine Ahnung was macht? Ja, also so sieht es ja jetzt erstmal aus wie ein normales, stinknormales, pupsige Lider. Ja, mal gucken. Also ich kann jetzt irgendwie noch keinen Effekt sehen. Ja, warten wir mal ab. So, ich musste gerade so mit meinem Glück, was ich habe, feststellen, mit Erschrecken, dass dieser schöne Thermonagellack dass dieser schöne Thermonagellack für falsche Nägel only ist. Ja, ich bin ziemlich enttäuscht. Ich habe das echt gerade, ich gucke so, als ich das eben so lackiert habe, um zu trocknen, lese mir so das durch und dachte mir, ah, for false nails. Dachte mir, ja, das war ja wieder klar. Ich kaufe mir was, ich freue mich. Ach, das war noch nicht in meiner Liste. Also entweder, wenn ich mir was bestelle, ist es kaputt, es fehlt die Hälfte. Oder aber ich habe mich total vertan, was in diesem Fall ja wohl mal wieder war. Ja, echt schade. Ich werde es aber trotzdem mal versuchen. So, es ist trocken. Ich föhne das mal eben. Ich habe es gerade auch schon mal versucht. Ich habe meine Hände in unsere Heizung gehalten und man konnte einen Effekt schon sehen. Ich versuche jetzt mal für die Kamera mit einem Föhn, ob man das dann besser sehen kann. Weil als ich wieder im Zimmer war, war es dann schon wieder weg, diese zwei verschiedenen Farben. Moment, ich hoffe, das könnt ihr sehen. Seht ihr? Das war gerade eben noch dunkel und jetzt ist das hier leicht ins Hellrosa gegangen und hier auch, das sieht man hier an dem hier, hier vorne an der ist schon wieder weg, aber hier das sieht man hier an denen, seht ihr? Das, die waren eben noch Dunkellider und jetzt ist das ja, rosa und wird jetzt langsam wieder dunkel. Ich hoffe, ihr konntet das sehen. Also ich finde das ziemlich cool. Ich möchte mal gern wissen, wie das
funktioniert, was für Stoffe da drin sind, dass man das so machen kann. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, wie ihr eben gesehen habt, es schien doch zu klappen. Sogar auf eigene Nägel und nicht auf falsche Nägel. Ja, ist also das, was da hinten steht, nicht ganz richtig, sondern bei mir hat es geklappt eben mit dem Föhn. Das hat sich dann hier wirklich auch schön geändert, dass dann da oben etwas heller ins Rosane ging. Ja, richtig cool. Ich bin doch nicht enttäuscht. Ich freue mich, dass ich nicht fast 10 Euro umsonst ausgegeben habe. Und ja, aber so einfach nur lila sieht es ja dann auch nicht toll. Ich kann ja nicht, wenn ich jetzt irgendwo weggehe, immer mit dem Föhn rumlaufen. Es geht ja nach einer Zeit, wird es dann wieder dunkel lila. Also, ich weiß noch nicht, wenn man draußen lang geht, es ist ja kalt, also es scheint wohl nur bei Wärme zu funktionieren, dass sich dann der Effekt herausspiegelt. So sieht es ziemlich langweilig aus, muss ich echt zugeben. Sobald dann Wärme drauf kommt, finde ich schon, es ist total geil. Also, jetzt nochmal kaufen, nochmal 10 Euro dafür ausgeben, würde ich jetzt nicht dafür, weil aus mehreren Punkten, weil es ist ohne, sieht es langweilig aus. Wie will man bitte schön den warmen Effekt bekommen, wenn man nicht mit dem Föhn dran geht oder an der Heizung halten oder sonst was? Ich weiß nicht, vielleicht im Sommer. Kann natürlich sein, dass bei wärmeren Temperaturen im Sommer das dann natürlich mehr zum Vorschein kommt. Ja, das bleibt natürlich euch überlassen, wie ihr selber dieses Produkt findet. Wie gesagt, ich schreibe euch diesen Link gleich in die Infobox. Und ja, Fazit, man muss nicht alles glauben, was da drauf steht. So, wie immer, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen.